Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Fluch und Segen Box von Unantastbar. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fluch und Segen von Unantastbar, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine Metallbox in Schwarz gehalten. Hier oben lesen wir einmal den Namen der Band, Unantastbar. Dann lesen wir hier unten in so einer Schriftrolle Fluch und Segen. Und dann haben wir hier einen riesengroßen Totenkopf mit einer goldenen Dornenkrone. Also erinnert so ein bisschen an Jesus Christus, der ja auch seine Dornenkrone tragen musste. Und hier in dem Kopf, also in diesem Schädel hier, so im Stirnbereich, sind dann Buchstaben zu lesen. Und zwar lesen wir hier UATB, also so die Kurzform oder die, ja, mehr oder weniger Abkürzung von Unantastbar. Und links und rechts haben wir dann noch so, ja, Gesichter, beziehungsweise es werden eher Masken sein. Die rechte scheint hier etwas, ja, fröhlicher, also die grinst hier so ein bisschen, wenn auch unheimlich. Und die linke sieht hier so eher traurig aus. Dann haben wir an den Seiten hier noch so eine Nietenoptik, also hier rundherum. Und es sind hier auch diverse Elemente geprägt, also unter anderem hier diese Dornenkrone oder auch der Schriftzug hier oben Unantastbar, der ist wirklich hier zu erfüllen, der ist wirklich hier eingeprägt und hier oben auch der, ja, hier unten auch der Albumtitel, sehen wir uns dann nochmal von innen an. Hier unten haben wir dann auch wieder den Totenkopf samt Dornenkrone. Auf der rechten Seite lesen wir Unantastbar, Fluch und Segen, Limited Special Box. Oben wieder der Kopf, links nochmal die Schrift. Und so sieht das von der Unterseite aus, also glatt schwarz. Und hier haben wir dann den Barcode und das Label Rookies und Kings, über das das Album bzw. die Box erschienen ist. Ja, die Box ist aus Metall. Der Boxdeckel lässt sich dann hier aufklappen. Und hier sehen wir eben das, was ich angesprochen habe, dass das Ganze hier geprägt ist. Also hier Unantastbar, dann diese Dornenkrone und hier diese Schriftrolle mit dem Albumtitel ist geprägt. Und dann kommen wir auch schon zum Boxinhalt. Wir haben hier einmal eine Geldbörse, dann einen Patch, 1, 2, 3 Bierdeckel, so Getränkeuntersetzer. Das Album an sich, ein Poster und dann haben wir noch Sticker, auch wieder drei Stück an der Zahl. Die Box von innen in Silber gehalten, also klassisch wie die meisten Metallboxen in diesem glänzenden Silber. So, das ist noch in Folie, das holen wir mal kurz raus. So, und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Es ist vom Cover her wie auch schon das Boxcover designt. Also recht, ja, eigentlich genauso, nur eben nicht im Hochformat, sondern im quadratischen Format, bisschen ja, Querformat. Auf der Seite lesen wir Unantastbar, Fluch und Segen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, 14 Stück an der Zahl. Auch hier wieder Barcode und Label und Distribution abgedruckt. Wir haben hier einmal die CD und das Booklet. Wir kommen zum Booklet. Also auch hier wieder das Cover zu sehen. Und dann haben wir hier die Lyrics. Jawohl, also für jeden Track gibt es hier eine Seite. Und hier haben wir dann Wort für Wort die gesamten Lyrics abgedruckt. Sehr schön. Dann haben wir ein Foto mit den 5 Bandmitgliedern, die sich hier in einem engen Raum, sieht, ja, dürfte eventuell ein Klo sein, so gefliest wie der Raum hier ist, also hier auf einer Toilette zusammengepfercht haben. Weitere Tracks, weitere Lyrics. Ja,
Es dürfte auf jeden Fall ein Klo gewesen sein, denn hier sehen wir sie in diesem Vorraum. Also hier in den gekachelten Räumen einer Toilette die fünf Herrschaften hier abgebildet: Christian, Joachim, Thomas, Matthias und Florian. Dann weitere Tracks, weitere Lyrics. Also jede Menge Text. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Credits zum Album. Gut, dann packen wir das Booklet mal wieder zurück. Doch bevor wir das machen, nehmen wir noch ganz kurz die CD raus, denn auf der Rückseite kommt dann hier noch so ein Bild zum Vorschein. Hier haben wir nochmal die fünf Herrschaften auf einer Couch sitzend. So sieht das aus. Gut, Booklet geht wieder zurück. Dann kommen wir zur Album-CD. Auch hier wieder der Totenkopf samt Dornenkrone abgebildet. Unten wieder die Schriftrolle. So sieht das aus. So, dann haben wir mit dabei einen Patch. Der ist kreisförmig. Hier lesen wir wieder den Namen der Band. Und hier unten lesen wir dann nicht den Albumtitel, sondern hier lesen wir 10 Jahre Rebellion, 2004 bis 2014 lesen wir hier. So sieht das aus. Also in Schwarz und Weiß ein schön verarbeiteter Patch. Genau in diesem Design, wie auch schon der Patch, haben wir dann Sticker, auch wieder kreisförmig, in diesem Fall 3 Stück. Also hier dann in Schwarz und Weiß. Und dann haben wir ebenfalls in diesem Design 3 Untersetzer. Also 3 solche Bierdeckel, die man dann unter die Dose, unter das Glas, unter die Flasche, je nachdem, drunter stellen kann. Und auf der Rückseite ist dann wieder das Albumcover zu sehen. Auch hier natürlich wieder kreisförmig. Jawohl. Gut, dann haben wir mit dabei ein Poster. Und es ist nicht nur einfach ein Poster, sondern wie wir sehen können, ist es auch signiert. Wir haben hier dieses Foto, das wir schon im Booklet hatten, also die fünf Bandmitglieder hier in diesem Toilettenraum. Und hier haben dann wirklich alle fünf einzeln unterschrieben. Jawohl, sehr schön, gefällt mir gut. Und das Poster ist einseitig bedruckt. Also im Querformat. Dürfte größentechnisch so ungefähr ja, A3 sein. Und wie gesagt, einseitig bedruckt und alle fünf Unterschriften da mit drauf. So, jetzt schauen wir mal, wie wir das wieder zusammenkriegen. Jawohl, so lässt sich's falten. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch eine Geldbörse mit dabei. Die kommt mit einer langen Kette hier und am Ende dieser Kette haben wir hier so einen Karabiner. Bedeutet, mit Hilfe dieses Karabiners kann man das Ganze dann entweder direkt an der Hose festmachen, an der Gürtelschlaufe zum Beispiel, oder aber man macht den Karabiner hier dann in diesen Ring rein, davor natürlich dann irgendwo einfädeln und kann das dann so tragen. Oder man verzichtet auf die Kette, kann man natürlich dann auch hier diesen Ring hier rausmachen und trägt die Geldbörse einfach ohne diese Metallkette. So, die Geldbörse ist schwarz und hier haben wir auch wieder gedruckt, also so eingeprägt, den Schriftzug unantastbar und darunter Fluch und Segen. Das Ganze ist dann hier rundum so vernäht. Dann haben wir hier zwei Verschlüsse, zwei Knöpfe und so sieht das dann von innen aus. Also wir haben hier ein kleines Fach für Karten oder eventuell auch Geld, aber wahrscheinlich am besten für Karten. Dann haben wir hier noch ein weiteres Fach, so ein mit Sichtfenster, da könnte man auch einen Ausweis oder sowas reinpacken. Dann hier noch eine einzelne Tasche für weitere Karten und natürlich dann hier passend für Münzen und kleinere Gegenstände ein verschließbares Fach, das geht dann hier mit diesem Knopf zu und dann kann man hier sein Kleingeld reinpacken. Und oben haben wir natürlich dann auch noch ein großes Fach hier quer, wo man dann Geldscheine oder Rechnungen und derlei reinpacken kann. Ja, sieht man selten,
in Deluxe-Boxen, solche Geldbörsen, solche Portemonnaies, aber hin und wieder gibt es das doch. Und damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Geldbörse samt dieser Metallkette und dem Karabiner dran. Dann das Poster, einseitig bedruckt mit allen Unterschriften, also mit 5 Unterschriften der Bandmitglieder. Dann haben wir hier diese doppelseitig bedruckten Untersätze hier, 3 Stück an der Zahl. Ebenso 3 Stück haben wir hier Sticker, auch wieder in diesem Design und kreisförmig. Dann der Patch, der ist einmal dabei. Und natürlich das Album an sich mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Fluch und Segen von Unantastbar. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Unantastbar unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.